Das heißt, wenn man jetzt die Kurve fährt, kann das eine Rad schneller drehen als das andere. Und dann wird sich für den Freilauf genau so rückwärts fahren, automatisch aufgekuppelt und das wird überarbeitet, wenn wir hier umgelenkt, wird das wieder gekuppelt auf die Stelle und die Nebenlage von den Versorgungen. Jetzt müssen alle Maschinen, die gerade mit in Betrieb sind, auch näher angepickt werden. Wir laden ein. Und man nicht 20 Wagen da liegen hat, dann hat vielleicht dann nur 10. Bietet sich diese Technik, die wir gerade sehen, wunderbar an. Man macht quasi aus zwei Startkreisen eine Doppelschlag.